Ja, dann schauen wir doch mal, was sich in der Vase noch befindet. Könnte klappen. Wird klappen. Da ist etwas. Na? Na? Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Das Tonband? Ist es etwa das Tonband? Nee. Ach du Scheiße. Das hier hat jemand in die Vase gestopft. Ein Stück Lappen. So etwas könnte passieren, wenn man ein Kissen um eine Schusswaffe wickelt, um den Knall zu dämpfen. Wenn das kein bedeutender Fund ist, weiß ich auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Entschuldigung. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt aber nichts. Der Rahmen der Tür wurde beschädigt, als Dr. Gebhardt sie eintrat. Die entscheidende Frage lautet, warum war die Tür überhaupt abgeschlossen? Betrachte das Schloss und die Kette. Mal angenommen, der Mörder ist kein Zauberer und die Baronin hat selber die Kette vorgelegt, bevor sie sich aufs Bett legte. Dann dürfte der Mörder die Kabine nicht durch diese Tür verlassen haben. Dann müsste der Mörder noch hier gewesen sein, als Dr. Gebhardt die Tür auftrat. Was unwahrscheinlich ist, denn jemand hätte ihn entdeckt. Oder er hat einen anderen Weg aus der Kabine gefunden. Aha. Ja, die Bullaugen haben wir ja durchsucht, da ging es ja auch nicht raus. Oh Gott, hätte er hier in dem großen Koffer sein können? Was ist denn hier hinter der Wand noch? Ist da ein Badebereich? Oh Gott, ich habe Angst, dass er jetzt noch unter dem Bett liegt. Nee, da haben wir ja schon nachgeguckt. Oh Gott, Gott, nichts hier raus hier. Der ist hier noch drin vielleicht. Und bekommt die Ermittlungen hautnah zu spüren. So, ab zum Inspektor Legrand. Ich muss ihm die neuesten Erkenntnisse mitteilen. Immerhin. Der versenkte Kissenbezug ist ein Beweis, dass ein zweiter Schuss abgefeuert worden sein muss. Ach, er geht automatisch rein. Da muss ich ein wenig drücken, das ist sehr gut. Ins Pektor. Was macht er denn da? Können Sie nicht anklopfen? Er ist pisst. Wusste nicht, es tut mir... Ich komme hier einfach nicht voran. Ich gehe jetzt hoch und werde mir jeden Gast einzeln vorknöpfen. Jeden, der kein stichhaltiges Alibi hat, werde ich auf Schmauchspuren untersuchen. Aber Inspektor... Die Leute machen Fehler, wenn man sie unter Druck setzt, macht Master Zellner. Der Rabe ist nervös. Er hat seine Vorgehensweise geändert und ist zum Mörder geworden. Ich werde es in seinen Augen sehen. Nach Ihnen. Aber Inspektor Legrand... Ich habe doch neue Beweise. Mann, Legrand ist ganz schön pisst. Wir haben keinen Beweis, dass der Rabe und der Mörder ein und dieselbe Person sind. Im Gegenteil, die Nachricht der Baronin deutet darauf hin, dass sie ihren Mörder kannte und dass er schon früher gemordet hat. Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich weiß es. Ich werde ihn fassen, mit Ihrer Hilfe oder ohne. Oh Gott, der ist wirklich ein bisschen verrückt, glaube ich, langsam. Und er hat die Kabine abgeschlossen. Das gibt es doch nicht. Was ist mit ihm los? Er ist einfach besessen, ja. Es hat keinen Sinn, ihm Theorien darzulegen, wenn seine Meinung so festgefahren ist. Ich brauche Beweise. Oder noch besser, den Mörder. Allerdings brauche ich sein Labor, um voranzukommen. Irgendwie muss ich mir Zugang verschaffen. Und ich sollte dringend mit dem blinden Passagier sprechen. Er könnte Informationen haben und der Inspektor wird ihn ignorieren, weil er zu jung ist, um der Rabe sein zu können. Ich betrachte erstmal die Kabinentür hier. Ich glaube nicht, dass wir so einfach da reinkommen. Legrand hat die Tür abgeschlossen. Da geht nichts, ne. Das Schloss ist nicht sonderlich sicher. Ich könnte es knacken, wenn ich einen Draht oder etwas in der Art hätte. Einen Draht, okay. Ach, wie zufällig, sowas haben wir natürlich nicht dabei. Ja, Kissenbezug mit Schmauchspuren, oh Gott. Ja, ich muss unbedingt in das Labor hier von ihm. Da muss ich noch mit dem jungen Mann reden, dem blinden Passagier. Und, das muss ich nicht, das mache ich jetzt, aber ich werfe nochmal einen Blick in mein Notizbuch. Da wurde eben noch was notiert. Da steht da noch ein schöner Hinweis. Nee. Eben nicht. So, der Inhalt. Ich gucke hier nochmal alles durch. Die verschlossene Kabinentür. Ach Gott, das war ja ganz am Anfang noch. Mord an der Baronin. Ja, nicht wirklich was ich noch nicht weiß.
Nee, nichts Neues irgendwie, was mir gerade jetzt so weiterhelfen würde. Ja, wo muss ich lang? Ich gehe mal zum Constable Oliver. Vielleicht braucht ja Inspektor Legrand seine Hilfe. Da wird er bestimmt gerne mitmachen, wenn der Inspektor seine Hilfe braucht. Dann ist Constable Oliver, ja, nicht weit. Ach, Matty ist wieder da. Jawohl. So, dann hau ich ihn mal nicht an. Dann sprich ich mal mit Matty. Ne, erstmal betrachte ich ihn. Ach, Matty macht sich. Ach, Matty. Immer noch mit dem Sheriff-Stern. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdaut. Ja, das war schon für ein junges Kind. Oh, da stehen ja noch mehr Passagiere. Ach, Miss Miller. Oh, stimmt, die gab's ja auch noch. So, ich schau erstmal Matty an hier. Hallo, kleiner Partner. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. Wie geht es ihm? Wie geht es dir, Matty, du alte Mettwurst? Hast du dich ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Und da hinten klebt ein Klebeband an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay. Oh, das macht ihn gerade wieder ein bisschen sympathischer, wo er gesagt hat, du, Herr Zellner. Oh, der kleine Matty. So, was ist denn mit seiner Mutti? Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, du und deine Mama hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder. Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn Dad noch da gewesen wäre. Hm. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Ach, er ist im Internat. Naja. So, Professor Lucien, oder Lucien, nee, Lucien wurde er ausgesprochen, glaube ich. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Hm. Magst du ihn nicht? Oh, Matty, was ist weiß los? Nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja, ein bisschen komisch ist der Professor schon. Haben wir ja kennengelernt im Zugabteil. Er hat es ja super eilig gehabt, in seinen Abteil zu kommen. So, Lady Westmacott. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimi-Bücher zu schreiben. Okay. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Ja, das ist da es doch. Da hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Das ist es doch. Das... Och, Leute, das erinnert mich gerade so an mein Leben. Ich schreibe ja auch gerne mal ein bisschen was nebenbei, so Geschichten und so. Und ich finde in letzter Zeit einfach kaum Zeit. Und meine Freundin hat auch gesagt, schreib doch einfach mal, was dir Spaß macht. Wenn es gut ist, findet es schon Anklang. Ja, weil ich mich da immer ein bisschen sehr versteife beim Schreiben. Ich will zu viel Ideen in eine Story packen. Und ja, das beißt sich manchmal ein bisschen. Naja, gut, ich... Das fühlt vielleicht ein anderes Mal noch weiter aus. Wir wollen jetzt hier erstmal weitermachen. Und der gute Matty, der spielt hier so schön. Der kann mir vielleicht mal dieses Shuffle-Spiel hier erklären. Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es mir erklärt. Und wer hat gewonnen? Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar! Oh ja, Shuffleboard. Ja, die Regeln würden mich mal interessieren. Ich glaube, du musst mir erstmal die Regeln erklären. Also gut. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach.
Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Also das ist eigentlich wie Curling, ne? Ihr kennt ja Curling, hoffe ich zumindest. Also das ist dieses auf diesem Eis, wo sie diese Steine übers Eis schieben und dann die zwei Jungs vorne auf der Bahn im Besen da die Bahn glatt machen, damit der Stein ein bisschen weiter rutscht. Also Curling gucke ich ganz gerne mal. So, und das ist das Ganze ohne Eis, eher auf Holz. Wir fangen einfach mal an. Dann lass uns anfangen. Oh ja, um was spielen wir? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Ich hab noch Steine. Wir müssen um was wetten, sonst macht's keinen Spaß. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay, wenn ich gewinne, bekomme ich die Zwille. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Ha, ich muss gewinnen. Immerhin habe ich Steine für die Zwille. Versuch nie, einen Mad Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut. Los geht's. Ja, Trepslis habe ich ja leider nicht mehr. So, ich bin dran. Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott. Also ich muss hinten hin, das gibt plus 10. Und vorne ist 9. Oh mein Gott. Ha! Die 9! Sehr gut. Das ist natürlich jetzt, oh Gott, kriege ich Matti sein Ding dann nochmal rausgeschossen? Ich will den kleinen Jungen ja nicht fertig machen, aber... Nein! Verdammt! Der kann mich jetzt... Ja, das war mir klar. Danke, Matti, du alte Rinde. Alter Kackapopo. Dann schiebe ich einen 9 auf die 9, wenn ich das nochmal hinkrieg. Ah, minus 10! Verdammt! Shit! Danke, Matti! Ach, du bist cool. Matti ist eine coole Sau, der hilft mir. Jetzt würde ich Matti seinen Puck natürlich, weil er mir so schön geholfen hat, gerne wegschießen. Ich weiß, ich bin fies. Das war nix. Oh, das ist aber cool. Nein, Matti, du Arsch! Das ist aber cool, dass sie hier sowas einbauen. Oh Gott, Matti zieht mich voll ab. Guckt euch mal die Punkte hier an. Der Saftarsch. So, den muss ich jetzt von der 9 da wegkriegen hier. Hallo? Ich bin vorne. Er ist jetzt vorne. Oh, Gleichstand. Ich muss nochmal einen in die 9 reinzwillen. Und Matti hat den letzten Schuss. Oh Gott. Komm, Matti. Oh, keinen Scheiß. Lass mich gewinnen. Ah. Na also. Oh, Mensch. Oh, die Sportskanone hat wieder zugeschlagen. Ja, ja. Noch einmal. Nein, mir reicht's für heute. Oh, nee. Ach, also das war das war so ein schönes Spiel. Das haben sie so schön eingebaut. Bist du dir sicher? Spielschulden sind Ehrenschulden. Oh, Matti, in diesem Alter schon ein Ehrenmann. Ich gebe sie dir zurück, sobald ich sie nicht mehr brauche, okay? Okay, aber pass auf, dass Mom dich damit nicht erwischt. Sie hält sowas für gefährlich. Ja, ja, die Mütter. Ja, ja, das kenne ich. Kann ich mit Matti nochmal reden? Ich lasse ihn erstmal weiterspielen. Ah so, dann soll er erstmal weiterspielen. Gut, dann rede ich hier hinten mal mit den zwei. Mit Miss Miller und Professor Lucien. Ach, ich kann mir den Namen nicht. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wir lassen es einfach. Ich sage einfach der Professor. Fertig. Aber erstmal ist die Dame dran. Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien? Wachtmeister Zähne, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh! Dieser Schuft. Ja, dieser Schuft, da sagst du was. So, Miss Miller und der Professor. Na, nicht, dass die beiden hier... Oh, ich glaube, Matti wird sich mit dem Professor als... naja, so weit. Ich denke zu weit vor, glaube ich. Wir fragen einfach mal die zwei, was sie denn vom gestrigen Abend halten. Und ja, was sie denn so getrieben haben vielleicht auch. Ihr zwei Hübschen, ihr... Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Konstable Oliver. Sie meinen,
Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Dieser Schisser. Eine letzte Frage noch, Professor. Oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Auge der Sphinx oder Tresorschlüssel? Ach genau. Er hatte ja noch einen Tresorschlüssel. Der Tresor in Legrands Kabine kann nur mit 3 Schlüsseln geöffnet werden, richtig? Das ist korrekt. Den ersten haben wir Monsieur Mokhtar vom Ägyptischen Museum per Luftfracht geschickt. Einen habe ich, den anderen der Inspektor. Aber ursprünglich sollte jemand anderes den 3. Schlüssel bekommen, oder? Sie sind gut informiert, Herr Wachtmeister. Baronin von Trebitz sollte ihn bekommen. Es gab dann aber Bedenken. Deswegen hat Inspektor Legrand ihn an sich genommen. War das seine Idee? Nun ja, so könnte man das sagen. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Oh, die ist total verängstigt. Also, ich muss mal sagen, hier, der Professor, ne? Ich glaube nicht, dass er den Schlüssel noch hat. Also, es ist der Schlüssel vom Professor weg. Ja, Legrand hat den Schlüssel. Und, ja, ob der Schlüssel per Luftfracht wirklich in Ägypten angekommen ist. In Kairo, nicht in Ägypten, in Kairo. Ja, das ist ja auch noch fraglich, ne? Wir fragen nochmal Miss Miller etwas genauer. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Ja, andererseits, wenn er jetzt, also hier, ich rede jetzt vom Professor. Wenn der Professor, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin sehr gut. Wenn der Professor den Schlüssel nicht mehr haben würde, warum ist er dann jetzt so nervös in die Kabine zurückgeeilt? Ist er zurückgeeilt, weil er Schiss hat oder weil er auf den Schlüssel weiter aufpassen will? Ah, man weiß es nicht. Ich frage jetzt erstmal hier Miss Miller weiter aus. Vielleicht weiß sie noch was Nützliches.